Aufnahme starten. Das wird zu geil. Muss ich auf X drücken? Bestimmt. Ja, es ist noch da. Sehr gut. So. Ja, was wollte ich machen? Ich wollte erstmal hier noch das Spiel in den Fenstermodus bringen. Da geht es dann nämlich auch ein bisschen fixer mit dem Rumgewerkel und hast du nicht gesehen. Ich hoffe es zumindest. Oder ne? Ach, lass mal einfach so. War schon. Irgendwie klassischer. Spielladen. Die Spione des Kaisers hatten die Wahrheit gesagt. Ciri war in Novigrad eingetroffen. Es bestand keine Hoffnung, sie in der größten Stadt des Nordens zu finden. Aber Geralt hatte zuverlässige Freunde. Er beschloss, sich an Triss Merigold zu wenden. Alter. Das ist ja mal mega laut. Fuck, Alter, das ist echt mega laut. Aber ich bin auch mega laut. Das ist gut. Moment, Moment, ich muss es noch in-game hören. So. Dash. Gib mir einen Kuss, mein Held. So. Meine Achseln stinken erbärmlich. Oh mein Gott, seine Achseln stinken. Achseln stinken. Moment mal, wieso habe ich ihn hier überhaupt gerade? Hier habe ich gar nicht aufgehört. Warte mal, das ist jetzt ein bisschen blöd. Hier habe ich auch nicht aufgehört. Manuelle Speicherung, genau, das war's. Okay. Die Spione des Kaisers hat die Wahrheit gesagt. Ciri war in Novigrad eingetroffen. Nee. Es bestand keine Hoffnung, sie in der größten Stadt des Nordens zu finden. Aber die Langhaarige, die ist leider keine Frau. Warte mal. Ich muss jetzt hier mal selber mein Handy ein bisschen leiser stellen. So, okay. Perfekt. Jetzt aber. Jetzt wunderbar. Ja, jetzt haben wir hier Hearts of Stone noch aktiviert, warum auch immer. Es war vorher schon drin. Aber egal. So, jetzt muss man aber hier, wie bei einer normalen Aufnahme, das auch richtig schön starten mit einem... Willkommen zurück zu einer Folge von... Wir sind hier bei Hearts of Stone. Vor uns mal wieder alles wunderschön angebrannt. Und zum ersten Mal mit der Witcher Stream Edition. Dank neuer Hardware ist das heutzutage ja auch möglich. So, ja, aktuelle Quest ist jetzt auch da. Hearts of Stone, Abstufe 30. Wir haben den Runenschmied. Auch schön. Es gibt nur einen von der Sorte. Ein bisschen blöd. Aber, sieht man jetzt leider nicht. Aber das Startmenü ist auch ein bisschen anders. Könnte man vielleicht ab und zu nochmal zeigen. So, oh, es ist geil, ey. Es läuft flüssig, ich kann streamen, ich kann aufnehmen, ey. Es ist sowas von Hammer. Normalerweise würden die ganzen FPS und CPU-Auslastungen das Ganze in die Brüche bringen. Ah, oh, geil. Nichts geht doch über vorläufiges Weihnachten. Also, jetzt habe ich total vergessen, was ich als nächstes für eine Quest machen wollte. Ich wollte, glaube ich, noch gegen irgendjemanden hier Gewinn spielen. Nee, das ist das falsche Gewinn. Warte mal, wir machen das mal hier... Oh, Alter, ich drück zu lange Tape. Da wird mir ja aggro. Das hier will ich haben. Dann kann ich die Leute alle übernehmen. Dann übernehme ich die perfekte Kontrolle. Übernehme direkte Kontrolle. So rum. 64. Ja, passt eigentlich. Na, scheiße, ich wollte noch gucken hier, was ich denn überhaupt gerade streame. Da steht zwar immer noch LOL da. Ist eigentlich nicht so... So steht denn da hier immer noch LOL, meine Fresse. Okay, dann machen wir hier mal Twitch nochmal neu auf dem Handy. Und dann läuft das dann auch. In der Zwischenzeit. Ja, Witcher, läuft doch, geil. Läuft. So.
Ja, ist aber trotzdem hier das falsche H wie... Nee, das war es nicht. J wie Journal. Wow. Jetzt ist es mal farblich markiert. Sogar ab Stufe 32. Die sagen, man soll das ja doch ab Stufe 30 machen, aber nein. Empfohlene Stufe 32. Die belügen einen schon im Spiel. So muss das sein. Hexeraufträge, Brahmanit. Ist denn jetzt mal hier dieses Novigrader Meisterkartenspiel und hast du nicht gesehen? Schwarze Perle auf der Fähre Praktikum, Einladung von Kira Metz. Müssen wir auch noch hin. Und, oh, eine Sache muss ich glaube ich hier noch abändern. Ich muss glaube ich den Stream auf Mature stellen. Noch sieht man ja nichts Ganzes, aber es könnte sein, dass man dann irgendwas sieht und wir wissen ja alle, wie das ausgeht. Nicht so schön. Also, stellen wir mal fix den Stream auf Mature. Ganz vergessen. Komm schon. Lade. Nee, das ist es nicht. Videos. Ey, das ist so mies, ey. Da fängt man das Video schon mal an und muss noch haufenweise umstellen. Hier, inappropriate for younger audiences. Genau, das ist es doch. Es ist inappropriat. Denn es kann sein, man sieht irgendwann mal Brüste oder sowas. Oh, mein Gott. Titten. Was total abnormes. Irgendwelche Auswölbungen. Mit so Milchzapfanlagen dran. Hat noch niemand zuvor gesehen. Ja, das ist klar, ist klar. Muss ich dann im Nachhinein noch ein bisschen abändern. Egal. Retro Stream Delay. Ja, schön, dass es noch dabei ist. Geil. Okay. Jetzt ist es auch. So wie es zu sein hat. Moment. Wild Hunt. Und... So. Keine Ahnung, heißt es Hearts of Stone oder Heart of Stone? Muss man drauf kommen, egal. Heart, ich glaube Heart of Stone. Sehr schönes Ding. Läuft. Das machen wir klein. Das machen wir groß. Oh, geil. Läuft. Schnell, da kann man einen so richtig, richtig schön das Ganze machen. Ich brauche echt noch einen zweiten Monitor. Echt. So. Genau. Was wollte ich jetzt überhaupt machen? Immer noch dieses blöde Gewinnspiel suchen. Untersuche alle verbleibenden Spuren in Wählen nach der Frau des Barons. Niemals. Soll sie doch verrecken in dem blöden Wald. Ach, ich drücke... J. Man kann nicht von einem Menü ins nächste wechseln. Man muss es erst zumachen. Außer man drückt hier oben auf die Pfeile. Herrin des Waldes. Nee. Nebenquest. Hearts. Ach scheiße, jetzt habe ich mich doch verschrieben. So ein Bockmist. Ist jetzt auch egal. Hohe Einsätze. Ja, hohe Einsätze war es, glaube ich. Finde den Schreiber in der Passiflora und melde dich zum Gewinnturnier an. Kehre mit einem starken Blatt und 1000 Kronen für die Teilnahme zum Schreiber zurück. Sind die wahnsinnig, oder was? Vor allem, wieso braucht man hier bitte Stufe 26? Wird man dann irgendwann verkloppt, weil die einen des Beschisses bezichtigen, oder was? Auf der Fährte. Nee. Praktikum im Fortgeschrittenen hast du nicht gesehen. Oh ja, Milch und Finsternis. Das war eigentlich das, was ich als nächstes machen wollte. Das habe ich mir extra vorgenommen. Milch und Finsternis. Das ist cool. Kann nämlich jetzt diese magische Barriere hoffentlich deaktivieren. Also nicht die magische Barriere, aber ich kann die Illusion deaktivieren, mit der ich die Fackel anmachen kann, mit der ich dann wiederum die magische Barriere wegmachen kann. Und jetzt geht nochmal alle aus dem Weg hier. Ich muss hier hoch. Wow, neue Quests. Geil. Holen wir uns demnächst mal noch ab. Aber erstmal, wo ist es? Da.
Arimus verlassenes Anwesen. Arimus. Deaktiviere die magische Barriere und erreiche einmal, ja, also. So. Ja, ich bin immer so übelst paranoid. Ich weiß nie, ob sie jetzt aufgenommen hat oder nicht. Ja, nimmt noch. Oh. Schlimm, 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 schlimm. Ich bin echt so ein bisschen para. Paranoid. So. Whee! Moment, wo war der Eingang? War der unten? Oben? Oben? Unten? Ich glaube oben. Dann müsste hier irgendwo so ein Portal sein, den man da gehen kann. Und los geht's da rein. Da gab's glaube ich noch irgendwo einen zweiten Eingang. Oh mein Gott. Dann ist es so dunkel und kalt und... Och nö, nicht wieder der Käsegang. Der Käseweg. Dass man sich da ausgekäst hat, ist auch Weihnachten. Moment, kann man das eigentlich anbrennen? Weiß ich gerade gar nicht. Aber ich glaube, das Zeug hat's... Man konnte nie da irgendwie durch. Nee, verbrennen kann man es leider nicht. Man muss da wirklich ein bisschen am Käse vorbei sich schleichen. Ja, das ist schon mal gut. Also, da lang, da lang, da lang, da lang, da lang, da lang. Ja, genau, jetzt musst du husten. Ist klar. Ist das ein besonderer Käse? Was ist denn dann das? Die sehen alle gleich aus, diese Käsesorten hier. Das letzte Mal bin ich einfach durchgerannt und halb gestorben. Moment, hier gibt es sogar noch was. Hier scheint es noch Items zu geben, die man nehmen kann, denn sonst würde man nie hier so... Oder doch, na gut, dann kann man doch hier außen rum so laufen. Ich dachte, hier gibt es noch irgendein Item oder so im Spaß. Ui, scheiße, nicht runterfallen. Ich könnte mal hier noch ein bisschen, wo ist mein Igni? So... Damit man auch mal ein bisschen was sieht hier. So vielleicht das ein oder andere. Scheiße, ey, der Stuhl muss echt dunkel sein wie Sau. Das war meistens immer... da hat man dann... ach Gott, wie war das? Ja, bei Skyrim, da hatte ich ja dann noch so einen Dunkelheitsmod mit drauf. Da waren die... Ja, da waren die Schatten dunkler und die Tage heller und eigentlich war alles ziemlich cool. Aber man hat danach nicht mehr gesehen. Überhaupt gar nicht. Man musste immer mit einem Lichtzauber rumlaufen. Normalerweise würde es ja gehen, wenn man das Gamma-Ding mitnimmt. Okay, nächstes Portal. Ich habe doch eigentlich die Portale das letzte Mal angelassen. Wieso sind denn die nicht mehr an? Die haben anscheinend einen kleinen Delay dran und... Oh, Moment. Anzünden. Was liegt denn hier unten? Hier lag doch mal was, ne? Ja, hier ist was. Anstatt man die Fackel mitzunehmen, können wir sie nur anzünden. Total geil. Wie waren... Ach nö, nicht noch einmal hier durch dieses Wasserfeld, ey. Das war so ekelhaft. Ich bin bis zu einem gewissen Punkt gekommen. Danach brauchte ich dieses Illusions-Wegmachzeug. Und jetzt weiß ich nicht mehr, wo ich hier langlaufen musste. Ich glaube, geradeaus war es. 40 LP. Wie 40 LP? 40 LP Lebenspunkte. Na, muss ich. Ja, ich glaube, ich musste hier lang. Oh Gott, hoffentlich war das richtig. Zieh, Geralt. Zieh. 40. Ach so, 40 LP zu Gold. Ja, ist ja nicht mehr viel, ne? Schaffst du vielleicht noch. Also hab 40 LP, ja. Du hattest aber schon mal mehr. Ich dachte, du... Oder... Nee, warte mal. Ja. Es geht immer so hin und dann wieder nicht hin und dann hast du nicht gesehen. So, okay. Jetzt sind wir wieder hier. Haben wir hier irgendwas, was wir mit dem Witcher sensen können? Nee, war S3. Achso. Nee, also ich dachte hier, du warst die letzten Tage schon ein bisschen Silber und so weiter. Naja. Wo wir angefangen haben. Ah. Moment,
Kann ich nicht ja gerade mit dem Teil interagieren? Nö, das wollte nicht. Cool. Dann... Moment, hier gab es irgendwo, dachte ich noch, so ein Teil in der Wand. Okay, hier gab es schon mal nichts. Das Auge von Nehalini. Ich sollte es benutzen. Ja, das Auge von Nehalini. Ich sollte es benutzen. Ach, dort ist es. Hier hat jemand eine Illusion geschaffen. Ja, sehr schönes Ding. Was ist denn das jetzt für eine... Wow, eine Schätzelein. Eine schöne Schätzelein. Extra für mich. Und Maribohrer Schwert, das uns überhaupt nichts bringt, weil... Immer noch Maribohrer Schwert. Kann man hier nichts mehr holen? Okay, da haben wir es. So, was haben wir denn hier verändert? Nee. War nicht. Geht so. Arsch. Ja, die Schwerter sind alle so... lang. Jetzt geht's mal schön. Barriere deaktiviert. Was? Jetzt ist die Barriere deaktiviert? Ey, wäre ich wahnsinnig. Hier ist etwas. Das ist ja mies. Wieso ist denn die Barriere auf einmal deaktiviert? Ich habe die gar nicht deaktiviert. Sehr interessant. Das hat es deshalb wahrscheinlich automatisch deaktiviert, weil ich jetzt das Auge von Nehalini hatte. Sonst war das immer alles rot und man kam nie durch. Und man muss eigentlich diese beiden Dinger hier kaputt machen, damit das klappt. Ah, okay, ich werde nochmal ein Igni auf das Ding drauf machen. Mal gucken, was passiert. Nichts. Okay. Gut, ich dachte, da passierte jetzt was. Naja. Werden wir uns mal hier oben ein bisschen umschauen. Moment, hier ist irgendwas Rotes. Rot bedeutet Tod, wenn man das so schön sagt. Schlangenfinger. Was ist denn das für eins? Andere Gegenstände. Magischer Gegenstand. Okay. Untersuchen wir das mal. Nee, ja doch, untersuchen wir es mal. Wenn dieses Schwert so tödlich ist wie Eramas Käse, sollte ich es mitnehmen. Vielleicht nenne ich es Emmentaler. Der Emmentaler. Der Stinkekäse. Und wieder mal eine Quest fertiggestellt. Und hier geht's bestimmt schnell nach draußen. Ich habe keine Lust, hier nochmal rückwärts durchzugehen. Wir kommen vielleicht entweder ganz oben wieder raus. Ganz oben wieder raus. Genau. Frische Luft, endlich. Sehr gut und aufmerksam, der Geralt. Sehr aufmerksam. Ein Bandit! Und dann wollen wir den Banditen doch mal hier den Emmentaler um die Ohren klappen hier. Wo ist denn dieser Emmentaler? Der ist vor allen Dingen schlechter als das, was ich jetzt habe. Toll! Weil die macht ja Igni Zeichenintensität. Das ist natürlich geil. Das sieht aber auch cool aus, das Ding. Das kommt mit in meine Sammlung. Von ziemlich coolen Schwerern. Oh, apropos. Ich weiß jetzt gar nicht, ob ich schon im Bestiarium alles gelesen habe. Bestiarium habe ich. Haben wir hier. Okay, haben wir auch alles. Sehr gut. Jetzt aber mal zu den Banditen. So, wir werden es ohne Schwert nutzen, also ohne Schwert bekämpfen. Wir lassen die sich eigentlich immer nur gegenseitig abschlachten hier. Und jetzt machen wir den hier. Oh Gott. Das war aber knapp. So, jetzt bist du aber auf meiner Seite. Jetzt wirst du hier mal voll getreten und geschlagen. Ich habe nämlich keine Lust, meine Schwerter für dich zu benutzen. Als Magier macht es nämlich sehr viel mehr Spaß. Man kann selbst beim Witcher trollen. So. Wo ist jetzt hier dieser Schnellreiseweg? Und Moment mal. Das Emmentaler... Komm, ich will nie wieder das H drücken wollen. Das Emmentaler Quest ist fertig. Milch und Finsternis. Jetzt brauchen wir noch Scheiter. Nur wie gerade? Nee. Da war doch noch ein anderes Ding. 24. Sammel sie alle. Vervollständige deine Sammlung von Quintkarten. Naja, da werde ich noch ein bisschen gucken. So, eine Einladung von Kira Metz. Wäre eine Idee. Hexeraufträge. Sind alle zu stark noch.
Schatzsuche können wir machen. Muss ich denn da überhaupt hin? Okay, hier muss ich eine Schnellreise nutzen. Das bringt mir nichts. Oh, hier kommt gerade einer. So, und jetzt kriegst du noch mal eins voll in die Fresse hier. Bam, bam, bam. Und dann habe ich noch einen getreten. Nee, ich wollte noch einen treten hier. Ich wollte ihn noch treten. Voll eine mitgeben. Eine kleine Mitgift, wie man so schön sagt. So, nächste Quest, nächste Quest. Hexeaufträge, ja, die waren zu stark. Die Dinger, vielleicht... Moin. Das hier. Setze eine Hexe ein, um das Schema zur Verbesserung der Handschuhe zu finden. Ja, ist klar. Aber wo ist das jetzt? Oh mein Gott, nein, nicht darunter. Hier unten sind die viel zu stark in Fishlow. Aber es ist Stufe 18. Eigentlich müsste ich es hinbekommen. Da. Ich bin Stufe 15. Ey, was bin ich denn bekloppt? Es könnte funktionieren. Aber in Fishlow sind die Gegner alle so stark. Das hat mich letztes Mal schon aufgeregt. Dann nehmen wir. Mein Wolfsdinger hatten wir. Katzen haben wir. Die hat man noch nicht. Wo sind sie denn? Wo sind sie denn? Wo sind sie denn? Ach, hier oben. Erkunde die Passagen unter der Tempelinsel. Ja, aber ich glaube, hier war noch alles zu. Hier konnte man nicht hin. Oder aber es geht hier unten so richtig los. Was ist das? Schatzsuche. Nachfahren. Aha. Cool. Gut, da gehen wir mal nach Burg Drahim. Aber jetzt muss ich erstmal meinen Schnellreisepunkt finden. Moment, da war hier irgendwo. Ich bin hier so querfeld eingelaufen. Müsste hier irgendwo sein. Da haben wir ihn doch. Wunderbar. Ja, bin ich. Die gute Schnellreise. Schnellreise, Schnellreise, Schnellreise. Oh geil, dass man hier noch solche kleinen Pfeiler hat. Ich glaube, die sind auch neu. Oder ich habe da nie so wirklich drauf geachtet. Eins von beiden. So, aber ich will hier endlich mal hier ein neues Level up haben. Oh. Ah, greift mich nicht an. Hier, greift euch gegenseitig an, bitte. Kommt schon, kommt schon. Ich mache euch alle hier mit meinen bloßen Händen kalt, mache ich euch. Jetzt fällst du erstmal hier runter. Verlieren wir die Nerven. Ach nö, schade. Au. Au, scheiße. Ah, Banditen. Ach so, nee, der greift mich ja gerade gar nicht an. Ah, komm hier, Igni, das geht schneller. Nein, uha. Knapp. Jetzt aber. So, er brennt. Ruhe. Eigentlich interessant, dass die Pferde hier nicht anfangen mit brennen. Nur die, die so draufstehen hier. Irgendeine Taste ist noch was mit automatisch anvisieren. Ich weiß aber nicht, welche das war. Moment, da kommt noch einer. Na, komm mal ran hier. So, wir bleiben mal schön neben dem stehen. Eigentlich müsste das ganze Feld bald anfangen mit wegfackeln hier. Das ist schon mies. Wir stehen einfach daneben und lassen den verkohlen. Mann, sind wir brutal. So, Moment. Eine Taste wollte ich nochmal gucken. Und zwar das Anvisieren. Ah. Das interessiert mich jetzt aber. Ziel erfassen Z. Okay, gut. Hat sich erledigt. Ich wusste doch. Es ist irgendwas, was man... Wieso Z? Wieso nicht Y? Was ist denn dann Y? Was ist denn dann bitte Y? Y, 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 Y... Y hier. Konsumgut Nummer 4. Hm. Interessant. Na dann, ist es oben, ist es unten? Wir gucken erstmal in die Etage weiter oben. Und wie wir sehen, sehen wir nicht. Ne? Kann ich denn das nicht?
Ja, das geht nicht. Egal. Boah, fall hier ja nicht nach unten, Junge. Nicht, dass du dir noch die Beine brichst. Das wäre leicht unschön. Gut, da war ich hier schon mal. Moment. Ja. Obwohl. Sieht ziemlich komisch aus hier. Könnte auch Grundwasser sein. Mal einen Art, nur wenn Fall. Okay. Hätte ja sein können, dass die... Naja... irgendwas verbaut haben und ich komme dann einfach nicht mehr rein. Fuck, 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 fuck. Komm, Art. Mache mir die Tür auf. Sesam. Alles macht dicke, 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 dicke. Was haben wir denn zum Aufnehmen? Redanisches Blondes. Super. Eine Kerze und ein bisschen Bleikopf. Brauchen wir alles nicht. In jedem Spiel kann man craften. Echt überall. Aber in den meisten ist es ein bisschen fehl am Platz. Was will man denn mit den ganzen Craft-Dingern überhaupt machen? Ich habe doch schon ein schönes Schwert. Das funktioniert auch. Das hat eine Schneide. Zwei vielleicht sogar. Oder drei oder vier. Und es, ja, kann das auch... Prinz Adrians Tagebuch. Dann werden wir das doch gleich noch durchlesen. Ja, Katzenausrüstungsdinger. 3 von 7. Es wird immer mehr. Wir werden uns... Ich wollte das Licht eigentlich anlassen. Moment. Es geht ja sogar noch weiter. Weiter. Oben. Sieh mal einer an. Sieh mal einer an. Es geht sogar noch weiter nach oben. Schau, wie das sogar auf dem Dach aussieht. Das interessiert mich jetzt. Sieht bestimmt richtig schön aus. Bis auf die Blutspritzer, die waren nicht so ganz gut da. Na komm schon, Geralt, ziehe. Ey, das ist ein super Ausblick, Mann. Und wie man vielleicht mitbekommt, weiß man genau, wie weit die Einstellung für Objektrendern genau ist. Und zwar bis zum oberen Ende, bis zum Scheitel von Geralt ungefähr. Und danach sieht man nur noch ganz normalen Boden. Ach nee, schon mies. Wenn man von oben guckt, sieht es übelst kacke aus. Aber wenn man von unten guckt, reicht's. Wie oft guckt man denn bitte von oben? Außer vielleicht jetzt und in Winnevers Hütte und hast du nicht gesehen. Wow. Echt schönes Gebiet, muss man sagen. So, es geht aber noch weiter nach oben. But wait, there is more. Kohle, Anfänger, verbesserter Sattel, kenne ich glaube ich schon, habe ich alles. Brauche ich nicht mehr. Oh. So, Manuskript, überlegenes Insektoidenöl. So muss es doch sein. Aber ich kämpfe ja nicht mit meinem Schwert gegen die blöden Insekten. Ich verbrenne sie lieber oder baller sie mit einem Irden ab oder so. Oder hol mir eine mega Fliegenklatsche. Boah, zum Glück hat das nur 3 Ebenen hier. Ich hätte mich sonst hier totgelaufen. Also... Ja, Standarddinger. Oh. Nee, okay. Schlecht. War schlecht. Hier, Prinz Adrians Tagebuch. Was hat denn das? Kian, war toll. Natürlich ist es schade, dass die übrigen Elfenschemas mit Professor Gloger irgendwo in den Ruinen von Es-Tayr verschwunden sind. Doch allein die Skizze für dieses Stahlschwert. Sind so viel wert wie ein Dorf in Südredanien.
Wir teilen die Profite entsprechend unserer Vereinbarung zu gleichen Teilen. Ich behalte das Schema für das Silberschwert, Kian das Schema für die Armbrust. Ich muss sagen, dass die Köpfe der Expeditionsmitglieder in Essig nicht unbedingt nötig gewesen wären. Doch andererseits sind sie beeindruckender Nachweis von Kians Gewissenhaftigkeit und Professionalität. Der Hexer hat geschworen, dass keiner der Archäologen Estaiar lebend verlassen würde, und er behielt Recht. Naja, hat er nachgezählt, ich weiß es nicht, vielleicht hat es doch jemand geschafft wegzukommen. Umso trauriger, dass Kian mein Angebot nicht angenommen hat. Als mein Leibwächter hätte es ihm nie wieder an irgendwas gefehlt. Pünktlicher Lohn, Kaviar und Erdbeeren zum Frühstück, Hummer zum Mittagsmahl, tägliche Bieder, ein Hofchirurg, das ist geil. Kein Arzt, nein, ein Chirurg. Kurtisanen beiderlei Geschlechts für all seine Bedürfnisse. Und hätte er immer noch etwas begehrt, hätte er nur an meine Kammertür klopfen müssen. Er muss dieses Herumziehen in der Welt sehr lieben, denn ich glaube nicht, dass Jakob von Dimbich ihm ein besseres Angebot hätte machen können als ich. Also wirklich, Jakob von Dimbich, ein zweitklassiger Kapitän, der für eine Handvoll Kronenhuren an Novigrader Hafenarbeiter liefert. Mit ein bisschen Glück sinkt seine Nussschale im nächsten Sturm und Kian kehrt mit eingekniffenem Schwanz zu mir zurück. Unleserlich, geschrubbelt, unleserlich, einwachsen, unleserlich, unleserlich, Klingenöl, unleserlich, Teufelspuvist, unleserlich, Verzerrungen. Die Tinte ist deutlich frischer als bisher. Offenbar sind mehrere Jahre vergangen. Ich habe gehört, dass der fliegende Hirsch das Schiff, auf dem Kian segelte, vor der Küste Grashügels gesunken ist. War das mein Fluch? Nimm nicht übel für einen Anfänger. Vielleicht sollte ich erwägen, mich in Banard einzuschreiben. Banard ist, glaube ich, irgendein Hexenmeister, Magier, Dingenskirchen. Halt irgendwas mit Magie. Hat ja auch gesagt, die Nussschale sollte beim nächsten großen Sturm mal absacken. Aber wo ist denn hier der Grashügel? Muss man auch mal mit mir hinbekommen. Moment, in der Zwischenzeit. J drücken. Moment, M wäre wahrscheinlich besser. Grashügel, Grashügel, Grashügel. Hier ist eins. Und hier gibt es noch meine Quests. Und Mensch, ey, wo ist denn das? Erstmal rauszoomen. Zoomen ist die mittlere Maustaste. Wismar, Wegpunkt, Navigation, brauchen wir nicht. Ja, das ist in Novigrad, das weiß ich auch.